frei und Musik ab. Für Berlins beste Showteams Schnelligkeit, Präzision, Synchronität und Vertrauen. Mit diesen Attributen bestachen die Teilnehmer beim traditionellen TUI Stars und Rendezvous der Besten. Also der TUI Star ist einfach immer eine große Bühne, wo man sich gut präsentieren kann. Die Voraussetzungen, die Bedingungen sind einfach optimal. Es ist für uns als Verein einfach die beste Möglichkeit, auch mal was Großes darzustellen. Und diese Möglichkeit nutzen die Teams am vergangenen Samstag auf beeindruckende Art und Weise. Unter den kritischen Blicken der Jury wurden den Zuschauern in der Gretel-Bergmann-Halle akrobatische Höchstleistungen geboten. Neben rhythmischen Tanzeinlagen gehörten auch Schrauben, Salti und Sprünge zum Repertoire der Sportler, die nicht nur das Publikum verzückten. Wir haben sehr viele Zuschauer gehabt, wir haben 14 Gruppen mit insgesamt fast 600 Teilnehmern. Wir sind sehr zufrieden. Und das angesichts einer rundum gelungenen Veranstaltung vollkommen zu Recht. Abwechselnd turnten die Showteams in den Landesfinals der verschiedenen Bereiche. Bis zum 12. Lebensjahr treten die Sportlerinnen und Sportler im Bereich der TUI Stars an. Die älteren Teilnehmer messen sich im Rendezvous der Besten. Ziel der Veranstaltung, die Qualifikation für das Bundesfinale. Alle Vereine haben ehrenamtlich sich eine große Show einstudiert und auf diesen Höhepunkt hingearbeitet. Und das ist nun mal das Bundesfinale dann beim Deutschen Turnfest. Und deswegen hat es einen sehr hohen Stellenwert und das war auch zu merken. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir gewonnen haben. Vor allem, man muss halt auch bedenken, die Konkurrenz war sicherlich groß. Und das war es in der Tat. Es wurde getanzt und geturnt, was das Zeug hält. Ob am Boden oder in der Luft. Heute konnten alle überzeugen. Insbesondere das favorisierte Show- und Dance-Team des SV Berlin Buch zeigt im Bereich der TUI Stars, was es bedeutet, rhythmische Bewegungen mit dem Takt der Musik in Einklang zu bringen. Verschiedene Vorführungen, vielfältige Gruppen und doch eine große Gemeinsamkeit, die Liebe zum Turnen, zum Tanz und zur Musik. Frei nach dem Motto, selbst ist die Frau, konnten die verschiedenen Gruppen sowohl die Kostümauswahl als auch die Inszenierung der Choreografien im Vorfeld nach Belieben gestalten. Doch damit nicht genug. Besonders wichtig, beim TUI Stars und Rendezvous der Besten kann jeder mitmachen, unabhängig vom Leistungsniveau, Herkunft oder Handicap. Was uns so besonders macht, ist, dass wir uns geöffnet haben für mehr Inklusion, also für Kinder mit verschiedensten Förderprognosen. Und ja, sind heute total geflasht, weil wir unter allen Bedingungen und Kriterien an diesem Wettbewerb wie alle anderen auch teilnehmen. Und so neigt sich ein spannender, emotionaler und für alle Beteiligten erfolgreicher Wettkampftag dem Ende entgegen. Für die Showteams des TSV Falkensee, SV Berlin Buch, der Berliner Turnerschaft und einigen weiteren heißt es nun zunächst einmal, den Erfolg zu genießen, um dann mit voller Konzentration und gedrückten Daumen im Frühjahr in das Bundesfinale zu starten.